over for the wiggly bag in my Vorsang's over. Mein Krötenmann. Was ist los mit so dir? Vergeigen dir die Champignons League. Das sag ich dir jetzt auch aber mal, mein Ingo-Mann. Was ist denn los? Was ist los? Gib mir mal sofort einen Hobel hier gleich und nimm mal das Kanne, wo nicht. Ich bin außer. Jetzt kommt der Finger doch nicht raus. Er kommt nicht raus. Er ist so. Hast du da irgendwie Sekundenkleber reingemacht? Ich kann ihn nicht abbrechen. Hä? Ich kann ihn nicht abbrechen. Hä? Wie? Den Finger. Das geht doch. Das war nur ein kleiner Scherz. Man kann ja so auch mal mit einer kleinen Humoresken-Offerte kann man ja auch mal reinkommen. Obwohl meine Erbostheit sich durchaus nicht unbedingt in Grenzen zu halten verstehen können lassen sollen dürfte. So, was redest du denn für ein... Wer hat dir denn das Deutsch beigebracht, sag mal? Warst du Verona Poth. Warst du im Goethe-Institut oder was? Hä? Warst du im Goethe-Institut? Im Goethe-Institut? Ja, weil du ich so hab vielleicht eine Schillerlogge gegessen, aber ein Goethe-Institut, wo ich bestimmt nicht drin bin. Das gehört jetzt, ne? Hier Cora Schumacher jetzt besorgen, ne? Cora Schumacher ist das Stichwort, ne? Ja. Cora Schumacher, ne? Cora Schumacher, ja. Ne, das ist so die andere große Deutsche neben Verona Poth jetzt, ne? Ach, die ist, das ist die... Ferris können wir noch mit hinzuzählen, wenn man möchte, ne? Hier, die Cora Schumacher, die hat doch jetzt eine eigene Sendung im Internet drin. In Internet, da darf sie Leute in der Wohnung. Ernsthaft? Und weißt du, wen sie als erstes in der Wut? Weiß ich nicht, nee. Ralf Schumacher. Nee, ne? Wie doof ist das denn bitte? Du, wahrscheinlich wollen sie mal wieder miteinander reden und es gibt keine andere Gelegenheit. Da kann sie ihn gleich fragen, wo die Bananen sind. Sie hat doch sonst immer der Zettel in die Bude rangeklebt. Ach ja, mit der, ach, das war ja die Geschichte mit der Putzfrau, ne? Der Putzfrau, die angeblich die Sachen klaut, weißt du? Die eine Banane wegnimmt. Banane, Zitrone, ne? So, man weiß, hast du das mitgekriegt mit Hausfahr? Nee. Ich meine, die vergeigen alle, die, wenn sie schon gegen Bielefeld nicht Punkte holen, wenn sie gegen Duisburg nicht Punkte holen, wie wollen sie denn in der Champions League spielen? Doch war auch noch Tumult auf dem Platz, so gab's da noch einige Handgreiflichkeiten. Dann haben sie auch noch gegen Duisburg verloren, 0-1, gegen die Zebras in Gelb. Wahrscheinlich, weil die Zebras normalerweise in Zebra kommen. Und sie waren jetzt mit mal in Gelb, da waren sie irritiert oder sowas. Irgendwas wird es damit zu tun haben. Zebras in da kommt doch gar nicht keine Perlung auf hier gerade. Wieso Zebras in Gelb? Das ist ein Auswärtstrikot. Gestreift ist das Stichwort. Aber weißt du, was ich glaube? In der Bildzeitung stand nämlich, Streifen macht Sommerlaune. Und deswegen... Da musst du ja gerade richtig sein, weil, ne? Bitte! Ja, bitte. Da hast du ja das ganze Jahr über Sommerlaune, ne? Du kannst ja, du auch kannst bei minus 20. Nicht den Mantel der Hoffnung kennst du mich nicht. Ja. Ne? Ne? Hoffnung ist das Stichwort. Hoffnung ist das Stichwort. Der Hoffnungslauf. Weißt du, was der Hoffnungslauf ist, mein Ingo, Mann? Der Hoffnungslauf. Nee, wieso, was soll das sein? Es ist schon verschiedene Begriffe, besorgen in der Sportanalytik. Ne? Der Hoffnungslauf. Weiß ich nicht, wenn einer läuft und dann hofft er, dass er gewinnt, oder was? Nee, das ist nur Sorgen, wenn einer kommt, ne, in diesem speziellen Fall, ne, der Mantel der Hoffnung. Wenn einer wie ich jetzt nur Sorgen kommt und nur Sorgen, das Dilemma mit der ausgegangenen Fackel bei den Olympischen Spielen, Überbringung von Feuer von Griechenland nach China hin, jetzt nur Sorgen, die Schade auswärts, ne? Ich hab mir nämlich vorgenommen, dass echt das Stück, was doch nicht zustande gekommen ist, weil der Fackel ausgegangen ist. Hast du das mitgekriegt? Natürlich, ja klar. Das waren schon ein paar Meter. Ja, das war einiges, ja das klar. Das war einiges. Die sind ja auch mit dem Bus gefahren, ja, mit den Ding drin. Die haben es ja in den Bus gepackt. Ja, die sind immer gelaufen. Das ist doch gegen Olympischen Eis. Die Fackel haben sie wohl in den Bus gepackt. Als sie ausgegangen ist, ein paar Mal haben sie gesagt, scheiß drauf. Dann ist das ja keine Fackel mehr, wenn sie aus ist. Machen wir gleich einen Hubel. Ja, die war doch fast immer aus, die ganze Zeit. Du, jetzt pass auf. Hab ich mir vorgenommen, die Strecke, die wir nicht geschafft haben, die Leute da, dass ich die noch mal nachlaufe. Dass ich innerhalb Deutschlands die Strecke Griechenland, China, dass ich die noch mal nachlaufe, weil sie haben ja noch keinen Endläufer. Und damit qualifiziere ich mich mal sorgen für den Schlussläufer. Den haben sie ja noch nicht. Wie willst du denn die Strecke China,
Nicht Schienen, oder kommt das her? Das läuft immer aus Griechenland raus. Ja, die Griechen, was hast du gesagt? Griechenland, Frankreich, willst du in Deutschland laufen? Wieso denn Frankreich? Du bist doch völlig in dein Thema. Ich hab gesagt, die olympische Fackel, das olympische Feuer wird von Griechenland nach China getragen. Ja, weiß ich, Eben hast du gesagt, Frankreich, du bist doch gar nicht im Bild. Weil du gesagt hast, du willst in Deutschland, willst du die Strecke... willst du die Strecke von Frankreich oder was, wo sie nicht gelaufen war, nachlaufen? Nein, ich habe gesagt, die Strecke, wo jetzt die Fackel ausgegangen ist, da fehlt doch jetzt ein paar Meter. Ja, aber es war doch in Frankreich drin. War das in Frankreich? Ja, natürlich. Da weißt du mehr als ich. In Paris war das. Dann war das in Paris, ne? Ja, dann musst du nämlich da hinfahren erstmal. Das mache ich nicht, ich mache das innerhalb Deutschlands. Oh, bitte, kannst du ja sowieso egal. Du kannst ja auch nach Erkenschwick fahren und da laufen. Ich mache das hier. Ich lauf von der Athener Stuben gegenüber zum Lotusblüten-Restaurant da hinten, Ende Eppendorfer Weg. Das so ist die gleiche Strecke. Von Griechen. Ja, das ist doch das Gleiche. Es ist eine Symbolik drin. Und ich bin der Mantel der Hoffnung. Da werden sie mich wahrscheinlich auf Händen tragen und mich empfehlen, wenn ich das mache. Ja, das glaube ich. Und die Leute, die stehen Spalier an der Straße und klatschen und rufen Ditsche, Ditsche. Ja, ne? Sicher. Wenn du da vorbeiläufst. Das glaubst du wieder nicht. Mit so einer armen Tropfkerze in der Hand. Ne? Doch nicht eine Tropfkerze. Ich habe eine Weltfackelkonstruktion. Eine Weltfackelkonstruktion? Ja, und zwar noch eine, die nicht ausgeht. Ich will dir mal was sagen. Hast du gehört von Gerhard Muggel? Gerhard Muggel? Was soll das denn sein? Gerhard Muggel. Nee. Gerhard Muggel. Nee, Gerhard Muggel kenne ich nicht. Der ist in Awukugu, oder wie das heißt, in Ghana, ist der König geworden. Ach so, doch. Gerhard Muggel! Ja. Weil er so muggelig ist. Es ist ein muggeliger Deutscher, da kommt das so her. Ja. So, sie haben ihn zum König gemacht, sie haben ihn einen Mantel angezogen, sie haben ihn reich beschenkt mit Gaben. Er sah aus wie eine Packung Ritter-Sportschokolade. Viereckig sah er aus. Es war ein viereckiger, muggeliger Mann aus Deutschland. Ja, raus. So, wenn der König werden kann, dann kann ich ja bitte auch der Schlussläufer werden in Schiene drin. Wenn ich hier nochmal für den Frieden muss sorgen, jetzt hier nochmal meine Weltkonstruktionsfackel von Athene Stuben zu den Lotusblüten. Ich habe mit Wong schon gesprochen. Er hat gesagt, ich darf da ankommen. Dabei bei Lotusblüte oder was? Ja, klar darfst du da ankommen. Ne? Darf ich wohl, ne? Ja, wieso denn nicht? Und ich werde mir nicht, hast du gesehen? Du kannst auch jeden Tag die Strecke laufen. Brauche ich nicht, brauche nur einmal. Ja. Das fehlt ja nur ein kleines Stück. Das wird ja dann nachher später angerechnet. Es wird angerechnet. Kommt dann noch einer von hier, von dem Komitee und guckt sich das an, wenn du das machst? Kommt da einer von den Offiziellen und misst das nochmal ab mit dem... Das kann man ja, das steht ja in Stadtplan drin. Braucht ja gar keiner kommen, man weiß ja, wie weit das ist. Das steht ja drin. Es ist ja abgegeben, es ist ja bereits schon in der Archive drin. Ne? Ne? Ich werde das machen und ich will dir was sorgen. Ne? War ja der Prügelchinese, ist ja das Stichwort. Ne? Der Fackelläufer hatte ja immer so Prügelchinesen um sich rum. Ja, ja. Prügelchinesen. Ja. Prügelchinesen. Ich werde das nicht machen. Ich werde mir keine Prügelchinesen nehmen, die mich ummandeln und mich schützen. Bin ich jetzt sehr überrascht, dass du keine nimmst. Ich nehme keine Prügelchinesen. Ich hatte gedacht, du nimmst so 2 Dutzend Prügelchinesen mit. Ich nehme Musikchinesen. Was für Dinge? Musikchinesen. Musikchinesen mit einem Kontrabass oder was? Ja. Ja. Wie? 3 Chinesen nehme ich mit einem Kontrabass. Und wer soll das sein, bitte? Ying, Yang und Jung oder so. Das sind doch die 3 chinesischen Neffen von Donald Duck. Ying, Yang und Jung, glaube ich. Von Donald Duck? Donald Duck, der hat doch Tick, Trick und Track und dann hat er wahrscheinlich auch noch chinesische Neffen, kann man doch mal sagen. Ying, Yang und die sind immer, die 2 werden immer genannt, Ying und Yang. Und der dritte weiß ich nicht, Jung denn eben, oder Yak, Yak, Yak. Yak ist doch auch so was Chinesisches und so ein, was ist das denn eigentlich? Ein Buddha-Tier ist das, glaube ich, ne? Ein Yak. Ein Buddha-Tier? Ein Buddha-Tier, Yak-Buddha. Was soll denn das sein? Damit wird gesalbt, ist mir mal gesagt worden. Ist auch egal, auf jeden Fall nehme ich 3 Chinesen und einen Kontrabass als Musikchinesen. Die nehme ich mit. Als Comicfiguren oder was? Nein, als Schutz. Genauso wie es der Prügelchinese war bei einem Originalfackelläufer, nehme ich 3 Chinesen mit einem Kontrabass mit. Weil ich ja noch gleichzeitig eine Spezialfackel habe. Ich werde eine Fackel konstruieren,
die wird völkerverbindend sein. Also ich werde hier, muss sagen, in der Athenerstube mir so einen Gyrospieß werde ich nehmen, ne? So einen kleinen Gyrospieß, der im Grunde in dieser Form ist. Und den werde ich auf meine Plattform, auf, ich hupp das, pass mal auf. Ich werde, zeig dir das mal, wie ich mir das denke. Ne? So, das ist meine Fackel schon mal, ne? 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 Jetzt, ne? Ne? Das ist meine Fackel. Das ist eine schöne Fackel. Sie ist, ja. Sie ist geschmeidig. Sie ist, muss sagen, aus Weichgummi. Ist das benutzt, das Ding? Das ist ja, das ist egal. Ja, mir ist das nicht egal. Ja, es wird hier schon nichts passieren. So, das ist aus weichen, abweisenden Materialien. Dann werde ich mir drüben beim Griechen schönen kleinen Gyros, den werde ich hier reinsetzen. Einen kleinen Gyrospieß, er ist ja sehr tranig. Der Gyros ist von Haus aus tranig, also sehr stark feuerfreudig. Es ist feuerfreudig. Er brennt, meinst du? Er brennt. Der brennt. Den steck ich da rein. Ne? Ne? Mhm. So, und dann muss er ja auf dieser langen Strecke nicht ausgehen. Mhm. Da habe ich ja ein Problem, eigentlich, ne? Aber ich habe kein Problem. Ja, und was? Jetzt kommen die drei Chinesen mit dem Kontrabass ins Spiel. Die nehme ich mit, die Jungs, ne? Die haben einen Kontrabass. Der Kontrabass hat doch immer so Löcher, ne? Da tun wir kleine Frühlingsrollen rein. Die passen da genau durch, habe ich mir mal ausgedacht. Und dann füllen sie den Kontrabass mit kleinen Frühlingsrollen. Und dann sind das die drei Chinesen. Zwei helfen, den Kontrabass zu schieben. Und der dritte holt mit Stäbchen immer, während wir laufen, aus dem Kontrabass eine kleine Frühlingsrolle heraus. Und die gibt er mir, während ich laufe zum Essen. Ne? Und deswegen geht das Feuer nicht aus, meinst du, oder was? Noch ist die Verbindung nicht hergestellt, aber sie wird hergestellt sein. Weil in der... Was ist es? Was sag ist, mal! Ich wollte dir nur sagen, was ist... Du brauchst das mir nicht so ins Gesicht halten, das Ding. Ich möchte auch gar nicht dran riechen und alles. Kannst du lass das mal schön auf deiner Seite. Es riecht ein bisschen, muss sagen. Nee, das brauchst du mir auch gar nicht erzählen. Ich will das auch gar nicht wissen. Das reicht mir, wenn ich das aus der Entfernung sehe. Heißer Käse riecht das. Ja, herzlichen Dank. Ne? Das liegt aber am Gummi. Es ist ja eine reine Sache. Oh. So, jetzt pass auf. Ich laufe mit der Fackel. Ja. Ne? So, dann werde ich, während ich laufe, werde ich gefüttert. Ja. Mit kleinen Frühlingsrollen von einem von den drei Chinesen mit dem Kontrabass. Da ist, muss sagen, Soja drin und Chinekohl. Ja. Das heißt, ich laufe, ich muss nur sehen, dass ich beim Laufen Hunger behalte. Ich muss das verarbeiten, was ich esse und baue Methangas auf in meinen Körper. So läuft Wasser, ne? Was ist denn jetzt los? Läuft Wasser, das kann doch wohl mal sein. Das ist bei dir immer irgendwas kaputt. Hier ist überhaupt nichts kaputt. Das ist die Kühlung, oder was? Das ist die Kühlung, ne? Ist die Kühlung in der Arsch? Das ist keine Kühlung mehr, das ist eine Wärmung jetzt, ne? Das ist Tauwetter, das ist das Recht. Scheiße, was ist denn das hier? Wenn Scheiße ist, kannst du den Pümpel gleich benutzen noch. Hier ist überhaupt keine Kühlung mehr drin. Ist doch egal. Darf ich das bitte mal weiter zu Ende ausführen? Die Seite hat noch. Scheiße. So, jetzt pass auf. Sonst muss ich das einem Krötenmann erzählen. Der ist ja sowieso interessiert daran, was ich auszuführen habe. Was nimmst du die Pommes doch jetzt raus? Ja, weil die andere Seite noch Kühlung aber hat. Weißt du, die Pommes, ne? Sag mal, bist du weich oder was? Du haust ja nicht mit deinem Pümpel auf meine Pommes rauf. Sag mal. Das ist eine weiche Sache. Du gehst da weg mit. Die Materialien wollen zueinander. Ditsche. Ich sehe doch nur, dass sie zusammenpassen. Das ist weich und muggelig und das ist... Rot-gelbe Karte, mein Freund. Rot-gelbe Karte. Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte. So, ich gerne rauchen. Du weißt ja, wo die Tür ist. So. So, jetzt pass auf. Jetzt esse ich die ganze Zeit Methangas, ne? Ich bin ja ein schneller Brüder. Ne? Mein ja. Engelmann. Ja. Ich bin schneller Brüder. Bist du? Ne? Ich bin ja selbst, wenn man so will, ein Gasometer. Ich bin ja ein Gasometer, ein Gazprom. Ich bin ein Gazprom, ein reiner Gazprom. So, ich laufe mit der Fackel, das Gyros brennt, aber so langsam lässt es schon nach. So, und jetzt leg doch mal weg, sonst kann ich dir das ja, ich muss erklären. Ja, ich muss sie doch gekühlt halten, die Dinger. Dann leg die doch vor die Tür. Ach, ich habe, warte mal, ich kann die hinten. Ich kann das auf der Wand erzählen oder den Krötenmann mal zuwinken. Ne? Schön, ich kann auch den Pümpel hier gegen machen. Ich kann das auch alles.
Kann nicht alles machen? Kann wieso geht, machen? Das, wieso geht das mit einmal kaputt? Wieso geht das kaputt mit einmal? Ja, weil alles irgendwann kaputt geht. Du wirst das auch gewahr werden. Eines Tages fällt dir einfach ein Bein ab. Jo. Das kann dir passieren. Ja, du kannst mir ein Bein kannst du mir abquetschen. Holzbein sei wachsam, sagt man auch. Ne? So, aber jetzt pass auf. Du hast das verstanden. Ich laufe, ich du läufst, esse. Du isst. So, und dann schichte ich ja Gas in mir an. Gas? Ja, sicher. Wieso Gas denn? Ja, weil da China-Kohl, Methangas. Methangas ist in China-Kohl. Ja. Und wenn ich laufe, produziere ich ja Methangas. Jetzt geht es nur noch darum, wie schaffe ich das, dass ich das Methangas dem schon fast, mal sagen, ausgehenden Gyros-Fackelpümpel zuführen kann. So, und da habe ich mir folgendes... Du brauchst das hier nicht auf für Tresen stellen, Mensch. Das ist Welt. Es ist Welt. Guck dir das bitte an. Guck dir das bitte an. Es ist eine ganz andere... Stell dich nicht hier... Ich mach das nicht haben hier drauf. Was denn? Das ist alles sauber. Dann muss ich das auf den Kopf so lang halten, bis wenn du sagst, ich darf das nicht haben. So, jetzt pass auf. So, das hier... Es ist ein ganz normaler, handelsüblicher Filter. Sag mir jetzt nicht, dass du den Schlauch reinpupst, oder was? Das ist nicht dein Ernst. So, ne? Jetzt pass auf. Es ist Welt. Es ist Welt. Pass auf. So, jetzt hab ich hier ein Ventil dran, ne? Hinten zugeknotet. Ventil mache ich ab. Es ist ein Blitzventil, damit ich auch schnell was zufüllen kann, wenn es nötig ist. Das wird durchgemacht. Ich drehe total durch. Das ist so eine Weltkonstruktion. Da werden sie mich sowieso sofort zum König von Magamuga machen oder wie der da heißt. So, jetzt pass auf. So. Warte mal, ich zieh mal Mantel aus. Kannst du mal sehen, wie das gedacht ist jetzt, ne? Ne? Was ist das denn hier? Das ist eine Weltidee, wie hey, man eine... mit seinem Mantel, er kriegt ich ihn kann nicht... Das. Unter die Klempner gegangen, oder? Nein, aber pass mal auf. Er kriegt ihn gar nicht ausgezogen, weil er den ja immer anhat. So, pass auf. Da ist später Gyros drin, was brennt. Es ist eine Fackel, die nicht mehr ausgeht. So, denn es ich mit Tarngas wäre, kleine Frühlingsrollen beim Laufen von drei Chinesen mit einem Kontrabass. Jetzt laufe ich. Das ist die Fackel. Wir können auch mal eine Frikadelle reinlegen. Da können wir mal so tun, als wenn das Gyros wäre. Gib doch mal eine. Was willst du? Ja, gut, dann nicht. So, und dann esse ich. So, und dann habe ich hier hinten dran, ne, habe ich, siehst du das? Ja, ich sehe das, so, aber ich will ich das nicht sehen. So, wenn ich mit Methangas, dann macht das immer so. So macht das. Und das geht hier über den Schlauch, wird es hochgedrückt auf den Gyros und er wird befeuert mit Methangas. Er wird befeuert mit Methangas. Es sind normale Naturalien. Ditsche. Ditsche. Ich bin eine Abgasnorm. Ditsche. Ich habe keine Verpuffung. Ditsche. Was denn? Du willst mir also erzählen, du möchtest gerne auf der Straße, möchtest du dir gerne einen Schlauch an den Arsch halten und da reinpupsen und währenddessen möchtest du gerne durch die Gegend laufen. Und in der anderen Hand möchtest du gerne einen Pümpel halten, wo das Gas reingeht, damit die Flamme. Das möchtest du gerne machen. Da wäre ich König. Das ist das, was du gerne machen möchtest, ne? Da wäre ich König. Da wirst du König, da bist das du König von Dovestorn höchstens. Ich werde König. Die holen dich ab. die holen dich ab, irgendwann ist vorbei. Irgendwann das ist vorbei, ist vorbei. Ich weiß das wohl. Irgendwann das ist vorbei. Das ist eine Welt. Irgendwann ist hier, hier. Was ist das denn? Ja, das weißt du ganz genau. Liebende Leute machen das. Das ist Zwangsjacke, ne? Und Gummizelle ist das. Das ist Zwangszelle und Gummijacke. Wenn überhaupt, ne? Ich werde nicht den Fehler machen wie Steve McQueen in einer vergleichbaren Situation. Steve McQueen jetzt. Was hat denn der damit zu tun? Steve McQueen. Der war doch mal in einem Ausbrecherfilm. Da hat er 50 Eier gegessen. Und da hat er nur da gelegen und dann war er fertig. Wenn er nur genauso wie ich das vorhab, sich bewegt hätte dabei. Es ist ja das Gleiche. Eier, die produzieren ja auch Argon, Neon. Das ganze Programm Edelgas, das sind ja Leuchtwarn-Eier. Die leuchten ja im Dunkeln. Ach, die leuchten im Dunkeln? Ja. Und wenn er sich bewegt hätte, Steve McQueen jetzt. Ja. Wenn der sich bewegt hätte, dann hätte er das Argon abgearbeitet. Argon. Was soll das denn sein? Edelgas. Argon. Edelgas mit 5 Buchstaben. Ach, jetzt? Ne? Argon ist Edelgas mit 5 Buchstaben. Hi, Papa. So, Hallo. Ne? So, pass mal auf. Hier, du sagst mal nichts. Ich sag nichts, ne? Hier, was ist das? Pömpel. Pömpel. Kaffeefilter. Rohr. Was will der Mann? Was will der Mann machen? Kommst du wohl nicht hin, ne? Keine Ahnung.
So, weißt was Recycling? Anderes jetzt? Weißt was? Wenn ihr meine Weltidee nicht zu schätzen wisst, dann müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt. Ich werde auf jeden Fall genauso wie Gerhard Muggel, werde ich auch König. Jenser, was kann ich für dich eines tun? Tages bin ich König und dann kaufe ich den Laden und dann reiße ich den ab. Ja. So sieht das aus. Dann könnt ihr mal sehen, wo ihr seid. Wo hast du denn Pommes und Bier? Nee, Pommes, Fritteuse ist aus. Das ist aus jetzt, ne? Oha. Fritteuse ist auch ganz. Aber du kannst die Pommes so nehmen, weil die Kühlung in Arsch ist. Dann kann dann nämlich die Pommes so essen, die werden von selber warm. Kartoffelsalat. Möchtest du Speck dann oder Mayo? Nee, Mayo. Mayo? Ja. Und eine Schinkenwurst? Ja, wenn du alle hast. Ja, klar. Ja. Hab ich noch da. Bitte ein Bier. Ja, ja. Ich auch, schon mal, weißt du, Jense, hast du mitgekriegt hier Tokio-Bild, ne? Tokio-Bild jetzt ist das Stichwort, ne? Weißt du, ne? Das möchtest du auch ein Bier, oder was? Ja. Tokio-Bild, ne? Er lernt widersprechen. Ne? Hast gehört, Tokio-Bild lernt widersprechen. Ja, ja. Ne? Ne? Hoffentlich dauert das ein bisschen, ne? Er hat schon Ehe gesucht. Ne? Und jetzt? Und stand in der Bildzeitung, er hat Ehe gesucht oder er konnte schon bis 13. Das ist schon das weiter, ist weiter als wie vorher, ne? Das wollte ich auch gerade sagen, ne? 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 Vielleicht arbeitet ja jetzt Verona Feldbusch bei Ihnen. Die hat doch einen Job verloren beim Fernsehen drin, wegen der Betrügereien von ihren Gerede-Franjo. Gerede-Franjo, ne? Der mit dem Gerede. Der aus dem Koffer raus. Ganz traurig, ne? Ne? Ich schneide die durch, ne? Sonst ist das ein bisschen schwer da. Ne? Mit, ne? Vielleicht wird sie, wenn er jetzt erst wieder anfängt zu lernen, dann wird er ja erstmal nach ein, zwei Jahren erst in der Kindergartenstufe sein mit dem Sprechen. Bis dahin kann doch die Feldbusch ihnen das beibringen. Das bleibt ihr doch unbenommen. So viele Worte kann sie doch das bestimmt. Das ist genau, ne? Die richtige für den Job, ne? Ne? Und wo kommt Tokio Bill? Tokio Bill? Ja. Da stand in der Zeitung drin, dass er wieder sprechen lernt erst. Und dass er jetzt, er hat schon Ärger gesucht. Das ist doch hier wegen, er hatte doch Stimmband irgendwas. Bis drei hat er gezählt. Nee, er hatte doch wegen, weil er immer, ach, hier schreit. Ist das ausgefallen, und so. Ne? Er schreit immer, ne? Ja, das geht ja auf die Stimme rauf. Das kann ich auch mir vorstellen, wenn die Leute da so, ne, oder? Nee, natürlich. Ne, das ist nicht gut. Nee. Ne? Das reicht. Das reicht dir? Ja. Weißt du, das sieht ein bisschen aus wie das weiße Krokodil. Hast du gesehen in der Bildzeitung das Foto vom weißen Krokodil? Albino-Krokodil ist das Stichwort. Ja. Und weißt du was? Ne. Oratio, ne? Was? Oratio. Bitte? Wer bitte? Oratio. Oratio? Oratio ist, mal sagen, der Manuel Riebe der Katzen. Der was? Weiß nicht, Manuel Uribe, ja, der dickste Mann der Welt. Ach ja, der, ne? Da haben sie jetzt eine Katze gefunden, ne? Die hat 16 Kilo gewogen. Oratio heißt sie. Die sieht aus wie Garfield, ne? Ja, so in der Art, ne? Ja. Meine Herren, ne? 16 Kilo, ne? 16 Kilo jetzt, ne? Ne? Wahnsinn. Achso, das wollte ich mal überhaupt wissen hier, mein Ingo. Achso, du hast das immer noch nicht, du weißt das immer noch nicht, was das ist, ne? Erzähl mal. Das wollte ich immer mal wissen, weißt du das? So, du sag ihm das doch mal, was das ist. Das ist eine olympische Fackel. Ich werde den ausgefallenen Weg sorgen, der durch die ausgegangene Fackel, durch die Prügelchinesen und durch die Mogeleien sorgen, die damit in Verbindung gebracht werden. Es ist schon eine Mogelei. Er will den Weg nachpupsen. Will. Nachlaufen und hab eine Fackel konstruiert, die nicht ausgeht. So einfach ist das, weil ich Methangas zuführe während des Laufes. Das lasse ich mir gar nicht ausreden, dass das funktioniert. Nee, du kannst das, von mir aus kannst du das alles machen. Du darfst bloß nicht meinen Namen erwähnen, aber. Meinst du, ich lauf dann so, Ingo? Ja. Meinst du, ich mach doch noch für dich Werbung und du sitzt zu Hause faul am Fernseher und sagst, lauf, du faule Sau? Ich bin doch nicht bescheuert. Ach, das kommt in Fern auch noch? Das ist ja. Das wird man fragen. Das musst du übersorgen, wenn das läuft. Das ist ja. Das gucke ich mir an. Und dann werde das nehme ich auf. Und hinterher werde ich zum Interview gebeten. Und wenn ich zum Interview gebeten werde, werde ich den Leuten nämlich auch mal was sorgen, dass sie gewahr werden, wie sich das alles verhält mit der Yvonne Rebroff-Fackel und so weiter. Mit der Yvonne Rebroff-Fackel? Ja, sicher. Was soll das jetzt? Das ist die Fackel, die sie doch jetzt hatten und die ausgegangen ist. Die ist von Yvonne Rebroff übrig. Das ist die Urne von Yvonne Rebroff. Die Urne? Von seiner Asche. Ja, sicher. Das kann doch kein Zufall sein. Yvonne Rebroff, der hat doch einen Wohnsitz gehabt in Griechenland. Was ist los hier? Was, dann geht deine Kasse wieder, ne? Du musst dich aber auch, bevor das hier losgeht, mal mit der Technik in Verbindung setzen. Das geht nicht an, ne? Das geht nicht an, ne? Eben fällt die halbe Kühlung aus. Ja, weil du das vor immer alles... Vor 5 Minuten fällt die halbe Kühlung aus. Du spielst hier mit dem Schall da rum. Ja, und du spielst mit deinem Leben, glaube ich, Freundchen. Ich spiel nicht mit meinem Leben. Das gibt's doch nicht. Ja, denk. Du musst doch nicht Strom immer bezahlen. Soll ich nächstes Mal zahlen? Ja, oder zahl gar nicht. Ist doch sowieso... Was ist denn jetzt mit der Kasse los? Sag mal, das glaube ich nicht. Ja.
Die Kasse, die öffnet sich nicht mehr, weil sie verhungert ist, weil da nie was reinkommt. Ja, und wer zahlt hier nur ganz selten mal, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, wer zahlt dann mal seinen Zettel? Sein Zettel? Zettel brauche ich nicht bezahlen. Du fängt Zettel, mit D an, hört mit Itch hier auf. Papier gibt's umsonst. Jetzt will ich dich mal was fragen. In der Bildzeitung am Dienstag, ich habe das extra mitgebracht, da steht: Forscher entlarven 8 Faulenzer-Typen. Jetzt möchte ich mal wissen, welche auf dich zutrifft, mein Ingo-Mann. Ich lese mal vor. Erstens, der harmlose Bummler. Tschüss. Kommt später, ja, geht früher. Oh, zweitens, der joviale Müßiggänger. Den Pausen endlos aus, er hält gerne Schwätzchen. Drittens, der Bremser. Er versucht, das Arbeitstempo auf sein Niveau runterzuschrauben. Viertens, der Schnorrer. Er schleicht sich manchmal Hilfe anderer. Fünftens, der notorische Nassauer. Er schanzt anderen Arbeit zu und ist um Ausreden nie verlegen. Sechstens, der Abstauber. Er tut wenig, setzt das Wenige aber dafür gewaltig in Szene. Siebtens, das Alphatier. Das Alphatier. Es versammelt seinen Hofstaat um sich, den er für sich arbeiten lässt. Und achtens, der böswillige Blutsauger. Er nutzt hilfsbereite und gutmütige Kollegen aus. Welcher bist du von den 8? Was? Welcher ich von den 8 bin, willst du wissen? Ist doch wohl nicht dein Ernst, ne? Irgendwie passen die alle auf mich, ne? Ja. Alle 8, ne? Ja, alle würde ich jetzt auch nicht sagen. Alle würde ich auch nicht. Ich bin die 8-Faltigkeit. Ich bin alle 8. Ja, du bist. Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen. Ja, du bist, ich bin es. Du bist die Nummer 1, der harmlose Bummler. Damit geht das schon mal los. Was, dann bist du die Nummer 2, hier der was denn heißen? Joviale? Joviale, ne? Joviale? Ja, mein Ingo-Mann, wenn ich alle 8 bin. Der Bremse. Wenn ich alle 8 bin, dann bin ich ja minus, mal minus, mal minus, mal minus, mal minus, mal minus, gleich ja 4 mal plus. Es ist so 4 plus 4, es ist so ein Quattro. Es ist ein reiner Quattro. Ich bin ein Bolide. Ich bin die 8-Faltigkeit. Das ist ja, wenn sich alle 8. Dann dreht sich das hier um. Ja, das dreht sich um. Ne? Bei dir dreht sich einiges um, glaube ich. Weißt du, was das ist, mein Ingo-Mann? Weißt du, was das ist? Ein Kamm wahrscheinlich, ne? Es ist der Kamm der Versöhnung. Von Kager. Wie bitte? Ich habe doch zu ihm Pornofriseur gesagt. Ja, ich weiß. Jetzt hat er mir wahrscheinlich als Versöhnungsgeste diesen Kamm geschenkt. Den hat er dir geschenkt? Er hat gesagt, weil ja in der Bildzeitung, ich würde doch alles mit der Bildzeitung, in der Bildzeitung stand doch, dass es wieder Läuse gibt in der Horre. Da hat er gesagt, er würde mir einen Läusekamm schenken. Das ist ein Läusekamm? Es ist ein Läusekamm. Es ist ein Läusekamm. Na, was denn? Was soll das? Ja, ich wollte mal gucken. Ich hab keine Läuse. Das weißt du doch nicht, hinten kannst du dich doch nicht angucken. Und jetzt habe ich vielleicht welche. Hat er mir geschenkt. Ja, ich habe aber gesagt, ich brauche keinen Läusekamm, weil ich habe ja durch meine Ernährung, ich esse so Rettlefsen mit einem Reißverschluss, ne, die Würstchen. Und da perlt ja mir Sorgen, die Fettanteile perlen ja über die Genetik durch die Kopfhaut in meine Haare hinein. Das sieht man. Und ummandeln die Haare. Und da, wenn jetzt so eine Laus jetzt, ne, ja, eine Laus, ne, wenn die jetzt mal nicht über die Leber läuft, sondern da oben lang, ja, wenn die da rein will, die Laus jetzt, ne. Die Laus, ja. Sie wird sich nicht verankern können in meine Kopfhaut. Nee, weil du da so eine komische, weil du da so Fett drin hast, ne? Das so eine, ist so eine ja Schmiere. Das ist von der Ernährung. Die Ernährung geht über das Blut hier durch die Zellen ins Wasser, was man im Körper hat, durch die Staubanteile. Das hat, und dann, das hat auch nichts mit der Ernährung. Du musst ja nur mal die Haare waschen, dann geht das auch weg. Aber das, dann kriege ich ja Leute, wenn ich mir die Haare wasche. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach so, ja. Ja, und klar. Die Laus, die springt hinein und versucht sich zu verankern. Und dann glitscht sie ab und sagt, doch geh nicht wieder. Ja. Ich kann doch bei dir noch mal ein bisschen vorne auch noch machen. Ja. Und da steh dich. Und halt die Klappe jetzt endlich. Ich hab Feierabend. Kann ich denn dein Panzer ein bisschen putzen? Also, pass auf. Was denn? Dein Panzer kann ich doch putzen, das bleibt mir doch unbenorm. Ich putze dich gleich mal. Ja, irgendwann kriegst du einige Zimmer von ihm, das weißt du, ne? Er ist, doch, er ist ein Zimmermann, ne? Er steht ja an der Säge dran, ja, ne? Ja, da wächst kein Gras mehr, mein Freund, achte mal drauf. Auf Holz wächst sowieso kein Gras mehr. Ne, auf deinen Schädel meine ich jetzt. Ach so.